Resident Evil. Nein, ich hab Jill getötet. Nein, die Tür geht nicht auf, wenn die andere nicht aufgeht. Ja, das war's. Scheiße, und ich hab noch nicht einmal gespeichert. Wesker! Barry! Help! Ja, Barry. Jill! Oh Gott, es ist auch noch Barry. Barry? Get me out of here! The door's jammed! Barry hat keinen Schlüssel. Doch, den Universalschlüssel. Grab my hand! Fragt man sich aber echt, wieso man in dem Haus noch Schlüssel suchen soll, wenn man nicht jedes verdammte Schloss mit einer Knarre öffnen könnte. Oder einfach mal die Tür eintreten. Aber okay. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? You were almost a Jill sandwich. Hey. You're right. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ja, da bleiben mir glatt die Worte im Hals stecken. Ich glaube, ich habe den armen Barry zu Unrecht schon fast auf die Liste der Videospielcharaktere gesetzt, die von mir gerne mal verbal einen mit der Brechstange drüber kriegen. Aber egal. Weiter geht's und wir sind jetzt. Oh! Scheiße, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir doch tatsächlich noch Munition verschwenden. Na komm. Oh, der ist noch nicht tot. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Jawohl. Ja, da fällt mir ein, dass wir hier gleich noch zu einer großen Gameplay-Neuerung kommen im Vergleich zum Original. Das werde ich dann in Kürze erklären, denn jetzt muss ich erstmal diesen Kollegen. Ja, wir schießen ihn schon mal an. Jetzt muss ich erstmal diesen Kollegen hier zu seinem anderen locken, dass sie am besten direkt übereinander liegen und ein Sandwich bilden. Nur nicht mit mir da drin, also kein Jill-Sandwich. Denn das hat einen bestimmten Grund. Ich glaube, wir kriegen gleich noch so eine Tutorial-Nachricht da in dem Raum, der da unter der Treppe ist. Was das Ganze dann genau zu bedeuten. So. Ey, du bist jetzt noch nicht tot, oder? Scheiße. Naja, okay, vielleicht reicht's ja dann doch. Ja. So, da müsste jetzt diese Nachricht hier liegen. Jawohl. Sonderanweisen zur Entsorgung von Leichen. Genau das. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um erneute Aktivitäten zu verhindern oder zu unterbinden. Entschuldigung. Derzeit sind nur zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung und Vernichtung des Kopfes. Ja. Das ist nicht lustig, was hier abgeht mit den Zombies. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Ja, von Six Feet Under kriegen wir die Nachrichten wahrscheinlich dann, wenn wir auch da sind. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im ersten Stock des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen, Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ja, was heißt es im Klartext? Für alle, die jetzt nichts verstanden haben. Solange wir die Zombies nicht eingeäschert
oder ihnen die Rübe weggeblasen haben, stehen die wieder auf. Und zwar nicht als normale Zombies, sondern als Super-Zombies, die wesentlich schneller sind und auch wesentlich mehr Schaden anrichten. Und deshalb, warum jetzt dieser Quatsch mit, dass die Zombies da übereinander liegen? Ganz einfach. Dann können wir die nämlich mit nur einer Anwendung von Kerosin beide auf einmal einäschern. Denn Kerosin ist nur in begrenzten Mengen verfügbar und man sollte damit doch rational umgehen. Das heißt, wenn mehrere Zombies in einem Raum sind, die man unbedingt abknallen muss, sollten die möglichst so übereinander liegen, dass man die beide auf einmal verbrennen kann. Aber bevor wir sie verbrennen können, brauchen wir immer noch was, um die Leichen anzuzünden. Und das suchen wir jetzt gerade. Glücklicherweise weiß ich auch noch, wo das liegt. Ja, wir haben die Tür aufgeschlossen. Und so, erstmal nehmen wir hier dieses Holzpasspartout. Wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Und in diesem Raum sollten wir dann auch das Feuerzeug finden. Das ist auch wieder ein Vorteil von Chris. Der hat das Feuerzeug schon die ganze Zeit bei sich, aber hat dafür halt nicht den Dietrich, den Jill wiederum als Item die ganze Zeit bei sich hat. Und Chris muss dann... Na egal. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Hübsche Terrasse. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Ja, toll, das hört sich schon großartig an. Die nächste Todesfalle. Naja. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im zweiten Stock an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollten Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Ja, eine Atomrakete. Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. Jo. Wie gut, dass wir gerade eine Hundepfeife gefunden haben. Und da haben wir das Feuerzeug. Was ist hier noch? Ach, das olle Botanikbuch. Ja, das brauchen wir jetzt ja wohl nicht lesen. Ich sehe keine wichtige Information drin. Entschuldigung, ja. Man sollte sich mit der Einäscherung der Leichen nicht zu viel Zeit lassen, denn irgendwann stehen dann diese besagten Super-Zombies auf. Super-Zombies. Oh nein! Es ist ein Geheimlabor. Und dort nehmen sie den Zombies die Gehirne raus und machen sie zu Super-Zombies. Okay, wir bringen uns in Stellung mit Jill. Und spielen mal Fackelmeister. Aber dummerweise haben wir nur einen erwischt. Das ist richtig scheiße. Okay, müssen wir da nun mit leben. Wir haben ja keine andere Wahl. Und diesen Raum werden wir bestimmt noch sehr, sehr oft sehen. Dafür garantiere ich. Okay, was brauchen wir jetzt erstmal? Die Hundepfeife noch nicht. Naja, ich glaube, ich werde erstmal schnell dieses Holzdingster-Bumster verwenden. Das kann man nämlich hier ganz in der Nähe machen. Okay, beide Zombies sind weg. Das ist ein gutes Zeichen.
Die Tür geht noch nicht auf. Rüstungssymbol.